Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr saubere Proxy-Listen machen könnt. Also ihr kennt ja diese Proxy-Listen, wo eine IP steht, dann hinten dran Doppelpunkt und der Port. So, solche Listen können wir selbst erstellen mit funktionstüchtigen Proxy-Servern. Dazu nutzen wir einmal die Seite proxylisten.de. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann noch einmal incloak.com/proxychecker. Ebenfalls in der Videobeschreibung und oder checker.freeproxy.ru/checker. So, wir gehen erst einmal auf die Seite proxylisten.de und dort können wir verschiedene Einstellungen machen. Hier einmal der Port können wir hier auswählen. Ich wähle jetzt einfach mal alle aus. Der Gateway lassen wir auch auf alle, so wenn wir wollen, also wenn ihr wollt. Dann Anonymität könnt ihr auch etwas auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal anonym oder Elite. Reaktionszeit mache ich mal unter 3 Sekunden. Land lasse ich auf alle. Verfügbarkeit höher als 90%. Dann der Proxy-Typ, wähle ich jetzt einfach mal HTTP plus HTTPS. Und dann hier auf Anzahl, wähle ich jetzt einfach mal 300 aus. Und Copy-Paste. Dann gehen wir auf Anzeigen. Und dann bekommen wir hier schon eine ganze Liste mit Proxy-Servern, die zutreffen auf das, was wir eingestellt haben. Jetzt können wir einfach das Ganze markieren, dann auf Kopieren drücken. Und jetzt sind wir uns nicht sicher, dass die ganzen Proxys funktionieren. Deswegen gehen wir auf die Seite incloak.com oder auf freeproxy.ru. Könnt ihr euch selbst aussuchen. Ich nehme immer beides und dann gehen wir ein bisschen runter. Und hier können wir unsere Proxy-Liste hinzufügen. So, ihr müsst bedenken, dass ihr nur begrenzt hinzufügen könnt. Also ich glaube, man kann da maximum 100 Stück hinzufügen. Oder wie es aussieht, nur 64. Ist ja auch egal. Dann nehmt ihr einfach immer nur 100 und kopiert sie in ein Textdokument. Und ja, testet sie einzeln. Also nicht einzeln, sondern in 100er Schritten. So, jetzt drücken wir auf Start New Check. Und warten. So, jetzt ist alles fertig. Wir sehen schon, die orange markierten sind fehlgeschlagen, also die funktionieren nicht. Und jetzt haben wir hier eine Liste mit allen, die noch übrig sind, die funktionieren. Diese können wir einfach kopieren. Oder falls bei euch keine angezeigt wird, könnt ihr diese auch als Textdokument runterladen und dann kopieren. Und dann mache ich das meistens so, dass ich noch auf diese Seite gehe, füge das Ganze hier ein und dann gehe ich auf Check Proxies. Hier sehen wir, es werden 7 gecheckt, 3 haben bis jetzt funktioniert, 4. So, jetzt können wir hier auf Download Working Proxies gehen und dann werden nur noch alle angezeigt, die funktionieren. Das sind jetzt nur noch 4 Stück und hier bei HTTP sind es 3, hier bei HTTPS sind es 2. Dann könnt ihr das Ganze kopieren und könnt diese Liste nutzen. So, meistens, wenn ich hier jetzt auf dieser Seite bin, wähle ich das Ganze ein bisschen großzügiger aus, also dass jetzt mehr Freiraum ist. Wählen wir jetzt einfach mal 5 Sekunden, Land alle natürlich und Verfügbarkeit mindestens 80%. Und der Rest kann eigentlich so bleiben. Hier bei Anonymität ist unter Anonym eher selten was, also sehr wenig, unter Elite schon eher mehr, obwohl hier das Level höher ist. Hier unter Transparent findet ihr sehr viele und ja. So, dann gehen wir wieder auf Anzeigen und sehen schon, dass hier jetzt viel mehr sind. Wenn wir diese Liste jetzt filtern würden, dann würden am Ende viel mehr übrig bleiben.